Hallo, hier ist schon wieder Papa Noob. Oh, und ich bin im Dorf der Soras angekommen. Im letzten Part schon. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wenn der Regen nicht wäre, wird es bestimmt cool aussehen. Oh? Servus. Ich habe auf dich gewartet, Link. Ja, du wolltest mir helfen auf dem Weg ins Dorf, oder? War wohl nix. Willkommen im Dorf der Soras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Ich wollte zum Schrein. Menno. Ah. Offensichtlich kann ich lang gehen, wo ich will. Dann gehe ich zuerst mal zum Schrein. Oh, da gibt es Läden oder sowas. Okay, hier blinkt und glänzt was. Spurtlotus. Was ist denn das? Ausdauerkrabbe. Okay. Ey, was ist das? Sora Großschwert. Die Waffentasche ist voll. Nicht mehr lange. Da entsorgen wir diese doofe Keule. Oh, macht doch was her, das Teil. Aber das sah mir schon wieder schwer nach einem Zweihänder aus. Ah, das ist schon wieder so eine Krabbe. Schnapp. Schnapp. Und ein Schrein. Wie viele Zeichen der Bewährung habe ich eigentlich? Ja, wir spielen das mal. Ich glaube eins. Tatsache, eins. Und schon 17 Schreine geknackt. Moblins sind Fleischfresser, die aufgrund ihrer Körpermasse schiere Unmengen von Fleisch. Bla bla bla. So, das ist zumindest mal kein Haut draufschreien. Oh. Dreck. Das sieht schwer aus. Heben und senken? Was soll ich denn hier heben und senken? Ach du Schande. Das sieht nicht gut aus. Was soll ich hier heben und senken? Da ist eine Mulde für eine Kugel. Da steht eine Truhe und da oben habe ich, glaube ich, auch eine Kugel gesehen. Oh. Jetzt nochmal darüber. Weil der Laser ist bestimmt nicht so gesund. Jetzt mal hier hoch. Uff. Toll. Das war ein. Ey, stehst mal wieder auf. Das war ein falscher Schritt. Schon was passiert. Das sollte mir möglichst nicht nochmal passieren. Uff. Okay, das war reichlich dämlich angestellt. Hui. Tja. Was bringt mir denn das alles hier? Irgendwie wird man nicht so ganz klar, wie der Schrein hier funktionieren soll. Hüpf. Also schnappen wir uns erstmal die Truhe da. Weil das sieht noch relativ leicht aus. Eine Truhe. Und ich glaube, ich muss ein bisschen zur Lanze. Hopp, Leute. Hab ich doch schon. Ja, ich weiß, dass dafür in meiner Tasche kein Platz ist. Na.
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Sora-Lanze bringt mir mehr. Weil mit dem kann man ja doch recht gut draufkloppen. Da komme ich nicht mehr hoch, super. Aber da kommen auch keine Steine mehr raus. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aha, Moment. Wenn ich hier jetzt mit dem Cryo-Modul was probiere, funktioniert das? Komm ich da rüber? Ja, tolle Idee. Läuft bei mir! Kann man die eventuell mit diesem Elektroteil da schnappen? Mist. Ich ahne Schlimmstes. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Kann ich mit dem Cryo-Modul hier? Nee, kann ich nicht. Wenn ich die Kugel da runterschubse im Cryo-Modul, dann fällt sie da rein und rollt da runter und fällt da hinten runter. Das bringt mir überhaupt nichts. Muss ich die wirklich darüber transportieren? Ey, wie soll denn das funktionieren? Könnte aber sein. No. Wenn ich hier Stasis nehme. Oh Mann, hier in die Mitte zu kommen ist gar nicht so leicht. Mal gucken, was passiert. Sie fällt runter. Sehr schön. Also, da werde ich wahrscheinlich einen Schnitt machen müssen, bis ich eine Idee habe, wie ich das Ding da runterkriege. Ja. Ich probiere jetzt mal so lange, bis ich es raus habe. Und dann sehen wir weiter. Leute. Ich habe das Gefühl, der war nicht so schlecht, der Versuch. Nee, nicht. Na super. Das wird dauern. Schade, bis dahin war es ja eigentlich gut. Drei Schläge bis an die Wand. Jetzt genau gerade hinten dran. Natürlich sehr schwer jetzt zu beurteilen. Nee, nicht schon wieder schräg. Roll gerade. Ah, die Kugel ist mal... Die Kugel ist unten. Okay, hier rüber. Da liegt ja noch eine Steinkugel. Ja, aber hier runter hätte ich wirklich keine Chance gehabt. Wenn ich die Kugel da runtergerollt hätte, dann hätte ich hier zwar Eisblöcke hinstellen können, aber in dem Moment, wo die weg gewesen wären, wäre das Ding weggekullert. So. Jetzt wird's ganz knifflig. Weil ich muss das jetzt so hinkriegen, dass mir das Ding nicht nochmal abhaut.
ein. Hopp, mach jetzt keinen Quatsch. Roll einfach ins Loch, bitte. Nein! Nein! Oh, Mann. Kann ich das Ding nicht schieben? Doch. Na, du sollst nicht ständig daran vorbeirennen, Mensch. Es kann sich nur um Stunden handeln. Die nachfolgenden Parts verschieben sich um etwa 3 Tage. Na komm schon. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Moment. Vielleicht, wenn ich hier eine Bombe hinlege. Nicht so nah ran. Brauche hier noch einen kleinen Schubser. Yes! Boah, Leute, schwere Geburt, aber ganz schwere. Ah. Okay, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ungefähr 4 Minuten. Das geht eigentlich, oder? Dafür, dass man das Ding hier gezielt runterbringen musste, wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht gab es auch eine ganz einfache Lösung. Ich habe sie nur nicht gefunden, egal, ich habe den Schrein geknackt. Checker! Schrein Nummer 18, sollte das sein. Oh, Himmel, Herrgott, sagt Zement. Also das nächste, was ich mir wiederhole, sind Herzen. Also mit 6 Herzen ist man immer noch zu schwach. Ein einziger Pfeil und man ist platt. Na ja gut. Ich glaube, bis zu 30 Herzen kann man haben. Wolfling frisst Nahrung, die er findet, um seine Herzen zu regenerieren. Wenn du nicht möchtest, dass er wertvolle Zutaten frisst, verwende das Kommando Sitz, damit er bleibt, wo er ist. Das Kommando Sitz. Was ist denn die Sitztaste? Ach, Kinnings. Puh. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch und gucken mal ganz schnell, was es hier so gab. Ja. Was ist das denn hier alles? Ach, hier kann man wieder pennen. Lass mal stecken. Hier kann man kochen. Brauche ich was? Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was ich will, sind Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile und nochmal Pfeile. Eispfeile. Ja, was hier liegt, nehmen wir mal komplett alles. Ich nehme alles. Ja, 60 Rubine. Geritzt. Die haben wir schon mal. Dann haben wir hier. Ich nehme alles. 240. Jetzt wirst du teuer, Freundchen. Nichtsdestotrotz. Ich nehme alles. 100. Aha, er lacht. Er hat mich verarscht. Was ist das hier für ein Zeug? Spurtpfeilchen. Wofür auch immer ich die brauchen soll. Was haben wir hier? Reis. Frostforelle. Glutforelle. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Was haben wir hier? Nichts mehr. Was sagt mein Pfeilevorrat? Falscher Knopf. Das hat gefehlt. 21... Elektro. Warum gucke ich nach Elektro? Weil hier alles nass ist. Die könnten hilfreich sein. Bombenpfeile sind für die Füße. Die gehen nicht. Holzpfeile gehen immer. Guter Vorrat. 50 Feuer wird mir nichts bringen. 42 Eis. Auch wieder gut. Okay. Wo war denn der andere Typ jetzt? So viele Verletzte. Ist mir wurscht. Ich sollte doch zu irgendeinem König oder sowas gehen. Ah, der sitzt bestimmt da oben. Da war doch der dicke Fisch. Der ganz dicke Fisch. Was bist du für einer? Geh weg. Aha. Da rennt einer im Kreis. Oh. Gute Wache. Fragt nicht mal, wer ich bin. Okay, Hauptziele. Das Dorf der Soras. Geschafft. Na gut. Und? Ah, jetzt.
So. Hat der ein blödes Gesicht gehabt eben. Alter, ist der groß. Aber auf der Unterseite sieht er tatsächlich aus wie ein Wal. Passt ungefähr. Oh, du bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorephan, der König des Sora-Volks. Wir? Wir? Du bist doch einer. Na gut, du bist so fett wie 10. Hm, was hängt denn... Was hängt da an deinem... Ach Leute, ich muss lesen lernen. Hm, was da an deinem Gürtel hängt, ist das etwa ein Chica-Stein? Da fragt mich jeder. Nanu, lass dich noch einmal genauer ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Nö. Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke Link? Ich wusste doch, dass mir dein Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie er leibt und lebt. Welch Überraschung. Ja, ja, Tag. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzten sich einige Male. Wir hörten, du weiltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich hab geschlafen. Was? Geschlafen? Deshalb erinnerst du dich nicht an uns? Nö. Aber an unsere Tochter Mipha erinnerst du dich? Nö. Mipha? Jetzt sage aber nicht, du hast selbst Mipha vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde und du hast sie vergessen. Sieh dich einmal in unserem Dorf um, sieh die Statue an, die wir zu Mifas Ehren errichtet haben und sage uns, fühlst du gar nichts bei diesem Anblick? Ich fühle mich nass. Vielleicht kann dich irgendein äußerer Reiz deiner Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Aber wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Na, ein bisschen schon. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link, doch bitte höre uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitanen Varuta in großer Gefahr befindet. Warum? Sauft er ab? Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Wa-wa-wa. Ja. Schnauze, Breitmaulfrosch. Haltet ein, eure Majestät. Wollt ihr etwa einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Solch. Mutsu, fängst du schon wieder damit an? Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Mutsu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Nur, ihr seid mal Optimisten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule in den Fluten versinken. Ob Soras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. Zoo, besinnt euch doch. Zoo, Majestät, habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Hylianern nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule jetzt noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt, sogar eure Tochter. Wetten? Sogar Mipha haben sie uns genommen. Link. Guta ist der Titan des Wassers, er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder herunterkommt. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns, doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört. Auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Töre. Okay. Also der Titan ist wohl ein Elefant.
Nicht euer Ernst, oder? Ich soll doch nicht gegen das Ding kämpfen. Wie viel Schwerter muss ich an dem zerkloppen, bis er zerbröselt? 1000? Nee, das kann's nicht sein. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Der Wassertitan Varuta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Zelda die Titanen erforscht. In ihren Schriften erwähnte sie auch die Vorrichtungen auf Rutas Schultern. Laut ihrer Erkenntnisse handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Aha. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektropfeilen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun einmal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Strom und Wasser ist keine gute Kombi, Leute. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns weiterhelfen könnte. Und ich grinse schon wieder, als würde ich Werbung für Zahnpasta machen. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Ja, mir schwant Böses. Bitte aktiviere die Maschinen mit Elektropfeilen. Ich werde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruta gemeinsam aufhalten? Jo, hatte ich eh vor. Hab ja keine andere Auswahl. Was? Du möchtest in den Titanen eindringen und ihn besänftigen und Prinzessin Zelda leite dich dabei an? Heißt das, sie lebt noch? Sie ist im Schloss. Ja, die wäre dann ja auch schon über 100. Ich glaube 117, ha? Huh? Nicht zu glauben, sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in die Titanen eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Kaum zu glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist. Gut, ich werde dir dabei helfen. Mit einer extra großen Tube Zahnpasta. Der grinst so dämlich. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du sein Inneres betreten, Link. Lass uns Ruta gemeinsam besänftigen. Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass deine Ziele so genau mit unseren übereinstimmen. Erlaube, dass wir dir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Sora-Rüstung. Ah, erhöhtes Schwimmtempo. Jede Sora-Prinzessin fertigt so eine Rüstung für ihren zukünftigen Gemahl nach Maß an. Wenn man sie trägt, kann man Wasserfälle hinaufschwimmen. Okay. Das hätte mir der Vogel am Anfang schon geben können, dann wäre ich viel schneller hierher gekommen. Mit diesem Gewand kann man sogar ein Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen wie ein Sora. Pass gut darauf auf. König Dorefan, wollt ihr ihm etwa die Sora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese. Solch eine Rüstung fertigt jede Sora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Und diese hier hat. Diese hat unsere holdselige Prinzessin Mipha gefertigt, eigenhändig und mit größter Sorgfalt. Der lispelt schlimmer als ich. Recke oder nicht? Der Gedanke, dass die erlauchte Mipha ein solches Juwel für einen ungehobelten Fußsoldaten anfertigte, ist absurd. Das Maß ist voll, ich protestiere aufs Schärfste. Dieser Musu, oder wie auch immer er heißt. Er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mipha fast so, wie wir als ihr Vater es getaten. Wir als ihr Vater. Ich nehme an, wenn er sich auf die Waage stellt, dann zeigt die an, nicht in Gruppen wiegen, nur einzeln. Dickwanst. Seit wir Mipha durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Bitte vergib ihm seine Äußerungen. Aber wir hatten Musu befohlen, die Elektropfeile zu besorgen, die wir benötigen, um Ruta zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Link, ich werde Musu schon zur Vernunft bringen. Warte bitte. Sidon will ihm etwa erzählen, dass Link, Musu hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen.
Kinnas. Ja, ist ja gut. Ja, ich gehe ja. Sabbel nicht so viel. Schnell weg. Den unteren Platz. Den unteren Platz. Das könnte da unten sein, ha? Huh? Das könnte da sein, wo der Schrein ist. Aha, da ist er ja. Was soll das, wenn du plaudern willst? War dein Weg hierher umsonst? Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Muse, es gibt etwas, was ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas unangenehm, es direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Ja, da guckst du. Das habt ihr doch erfunden, um mich zu demütigen. Die große Mifa hätte niemals einen Hylianer lieben können. Er erinnert sich ja nicht mal an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bar jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Muse, auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Die Sequenzen dauern zeitweise doch ziemlich lange. Und ich glaube, dem Typ geht gerade ein Kronleuchter auf, huh? Kann das sein? Na? Na? Na komm. Na komm, guckst du hin. Dong. Ja, mal gucken. Romantischer Platz. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Eigentlich hat er zu Hause noch diese Prinzessin Zelda rumspringen, aber die hier würde ich mir auch warm halten. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn irgendjemand, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist. Ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Also, wenn der nicht gemerkt hat, dass die was von ihm wollte, dann ist er aber eine ganz schöne Trantüte. Na so warst du, zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Ich erinnere mich. Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder. Und das soll ich dir glauben, einfach so. Beweise es mir, geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt. Tja. Was für ein Sturkopf, ein Beweisbilder also. Link, du solltest Muse die Sora-Rüstung zeigen, die du von meinem Vater erhalten hast. Na gut, das schaffen wir. Falscher Knopf. Moment.
Nee, das war der richtige Knopf. Ah, hier. Guckst du? Ah. Musu, sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genau an. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Sora-Rüstung. Die edle Mifa hat sie eigenhändig angefertigt und es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Aha. Hast du verstanden? Mifa hat Link gelebt, für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weißt du, Hylyana noch... Weil du Hylyana noch nie leiden konntest, hatte Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Ah. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Musu. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektropfeile? Wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan. Sollte die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Ja, da guckt er. Es schmeckt mir zwar noch immer nicht, einen Hylyana um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Jo. Ich bin ein Sora von Ehre, ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Ja. Dieser Berg ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfungen befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Och nö. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für einen Sora sind diese Pfeile absolut tödlich. Der Leune? Och. Nein. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um den Titanen in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Ich hab 20. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Reifeleistung. Du hast ja bereits Elektropfeile besorgt. Zum Donnerhorn brauchst du nur, wenn du Nachschub benötigst. Also dann, Link, ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Komm dorthin, sobald du bereit bist. Gut, nehmen wir es gemeinsam mit diesem Titanen auf. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben einen neuen Zielpunkt. Den gucken wir uns auf der Karte mal an. Wo ist er? Da ist er. So, und da ist dieses komische Donnerhorn. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal wieder eine kleine Pause. Der Part ist lang genug. Und im nächsten Part gehe ich entweder über das Donnerhorn zum Titan oder direkt zum Titan. Das muss ich mir noch überlegen. Okay, bis dahin sagt Papa Noob erstmal Tschüss.